Hallo Martina. Hallo. Wir sind hier beim Länderpokal. Der ist gerade eben beendet mit einem nicht ganz so tollen Ergebnis für den Niederrhein. Sag uns mal eben was dazu. Ja, ich denke, dass die Mädels selber sehr unzufrieden sind. Sie haben eben von 4 Spielen 2 nicht so gut gemacht. Das schlägt sich dann gleich auch im Ergebnis nieder und waren trotzdem in beiden Spielen auch die bessere Mannschaft, aber eben nicht zwingend heute gegen einen gut verteidigten Gegner mit einem Konter 0-1 hinten. Ja, ein bisschen enttäuschend sicherlich, aber das muss man einordnen können, man kann nicht immer gewinnen. Das ist vollkommen richtig. Jetzt kommen wir zum erfreulicheren Thema. Ich kann mich ans letzte Jahr erinnern, da waren wir kurz vor dem Halbfinalspiel gegen Wolfsburg. Da war eine ganz besondere Stimmung in der Mannschaft, weil da ging es darum, nach Berlin zu kommen. Ich habe eine ähnliche Stimmung jetzt auch wieder festgestellt, weil die wollen jetzt gerne als Erste in Köln dabei sein. Stimmt das? Kannst du das bestätigen? Ja, ich glaube, dass der Fokus natürlich darauf ausgerichtet ist, dass wir am ersten Pokalfinale in Köln teilnehmen wollen. Und wir werden Samstag versuchen, die Dinge, die wir am Mittwoch nicht ganz so gut gemacht haben, besser zu machen, um eben Potsdam am Samstag zu schlagen. Und ich glaube, es ist ein großes Ziel, es ist ein Spiel, in dem sich alles entscheidet. Und da wird es auf Nuancen ankommen und ich hoffe, dass wir diesmal unsere Torschancen nutzen und wir werden auf jeden Fall alles probieren, um nach Köln zu kommen. Also ich habe den Eindruck, dass die Spielerinnen ganz heiß darauf sind. Ja, wir nicht. Okay, danke.